Moin, moin. Wir haben Donnerstag, den 29.07.2021. Viele von euch werden sich sicherlich fragen, warum kommt da im Moment nichts mehr auf dem Kanal, nichts mehr vom Anhänger. Wir wollen mehr wissen und so weiter und so fort. Ja, es gibt im Moment nicht viel Neues. Ich habe noch eine Kleinigkeit gemacht, habe noch eine zusätzliche Lichterkette rein, weil ja diese mehrfarbigen LED-Lichterketten nicht unbedingt die zuverlässigsten sind. Also habe ich da noch mal eine zusätzliche hineingeklebt und so und so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Nee, momentan bin ich dabei. Ich habe jetzt vieles anderes noch zu tun gehabt, einiges noch zu erledigen gehabt, anderweitige Sachen. Und ich bin momentan dabei, mich auf meine Tour vorzubereiten, weil am Samstag übermorgen geht's los. Ich werde schauen, also ich werde auf jeden Fall Videos machen. Ich kann aber im Moment noch nicht versprechen, wann ich diese Videos hochladen werde, weil ich unterwegs nur eingeschränkt Internet habe. Weil ich ja nur, ich weiß nicht wie viel, 2 GB oder sowas, mobile Daten habe. Und im Moment aktuell gar nicht mal weiß, wie viel ich da momentan jetzt in dem 30-Tage-Zyklus noch frei haben werde. Also es kann sein, dass ich erst in 2 Wochen überhaupt erst was hochladen kann dazu. Und dann kommt mit dazu, dass ich von dort, wo ich, also Samstag fahre ich in die Nähe von Rudolstadt. Und werde dort bis Mittwochabend stehen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dort werde ich nichts hochladen können, höchstwahrscheinlich, weil da gibt es kein Netz. Da stehe ich sozusagen im Dunkeln. Das ist mir aber egal. Jo, das wollte ich nur mal sagen. Also grobe Tourenplanung. Samstag geht es dort in die Nähe von Rudolstadt. Ich möchte im Moment noch nicht sagen, wohin, weil ich nicht weiß. Ja, das ist. Vielleicht erzähle ich da ein bisschen Genäheres darüber, was das da ist, wo ich da bin und so weiter. Vielleicht auch nicht, das werden wir sehen. Lasst euch überraschen. Donnerstag soll es von Rudolstadt aus nach Franken gehen. In die Nähe von Forchheim. In 2 Tagen werde ich die Strecke fahren. Bin gespannt, wie die Akkus mit klarkommen, wenn ich 2 Tage, also wenn ich dann 90 Kilometer an einem Tag fahre. Und dann mal sehen. Es wird sich alles zeigen. Fest steht, dass ich in diesen 2 Tagen diese 180 Kilometer schaffen muss. Und wenn ich bis sonst wann abends unterwegs bin, weil ich noch 2, 3 Stunden laden muss oder so, mal sehen. Also es wird ein bisschen abenteuerlich. Bin gespannt. Bin echt gespannt, was wie wo gehen wird. Oder ob es ein totales Fiasko wird. So, und dann am Sonntag, den 8.8., das ist der 8.8. dann, ja. Ab da werde ich dann von Forchheim wieder zurückfahren. Da kann ich dann auch wieder kleinere Etappen machen. Das werden wir dann sehen. Jo, so viel nur Zwischenstand momentan aktuell. Lasst euch überraschen, auch ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, dass ich nicht komplett stranden werde. Was ich gemacht habe ist, ich glaube, ich hatte es schon mal berichtet, das Teil am Hänger, am Anhänger, das Bauteil, an dem die Deichsel die Kraft in den Hänger einleitet, also das Teil, das bewegliche Teil für die Auflaufbremse. Das ist ja das Teil, was am höchsten belastet ist, also was am meisten gefährdet ist, weil dort das hohe Biegemoment entsteht, welches die Deichsel auf den Hänger bringt. Insbesondere bei den Nickbewegungen. Da habe ich jetzt schon mal sicherheitshalber das gleiche Teil vorab schon mal als Ersatzteil dabei in Edelstahl. Also falls das Teil bricht, Edelstahl.
Bei der Deichsel, die ist recht neu. Und ich habe sie ja nicht angebohrt, wie das andere gemacht haben. Und ich habe mit der Deichsel bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Die hat bisher immer durchgehalten. Für die Kupplung habe ich nochmal sicherheitshalber nochmal eine Reserve dabei. Also das Teil, was am Fahrrad ist, habe ich zur Sicherheit nochmal als Reserve dabei, nochmal in der Cargo-Version. Aber auch da habe ich eigentlich keine Bedenken, dass das kaputt geht. Was natürlich ganz schlimm wäre, wäre, wenn mir die Deichsel versagt. Wie gesagt, glaube ich nicht. Die ist so fett gebaut. Die kann, ich glaube, die läuft so. Also, wir lassen uns überraschen. Ich lasse mich überraschen. Ihr werdet sehen, was passieren wird. Bis dann. Am Samstag, wie gesagt, ich werde am Samstag filmen oder vielleicht auch morgen noch, wenn ich belade, was ich belade, wo ich belade. Es wird eine ganze Menge Kram zusammenkommen, weil ich ja für die, ach so, das hatte ich jetzt nicht erwähnt, die 6, wahrscheinlich, also 5 bis 6 Tage, die ich dann alleine unterwegs sein werde, sprich von Rudolstadt nach Forchheim und dann von Forchheim. Ich werde am Samstag, den 7.8., einen Tag Aufenthalt in der Nähe von Forchheim haben. Da werde ich vielleicht mal irgendein Video dazu machen und vielleicht auch gleich hochladen, mal sehen. Und dann die 2 bis 3 Tage Rückfahrt, wahrscheinlich 3 Tage Rückfahrt. Da möchte ich versuchen, so weit als möglich autark zu bleiben. Das heißt, ich möchte dort so wenig wie möglich einkaufen. Das hängt damit zusammen, dass ich keine Lappen im Gesicht tragen kann. Ich habe auch einen Test dafür. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder einige, wahrscheinlich werde ich jetzt ein paar Zuschauer verlieren. Ist mir auch egal. Ich stehe dazu. Ich habe dieses Attest und ich bin noch nicht bereit, mir so einen Lappen ins Gesicht zu hängen, weil es mir einfach nicht gut tut. Und deswegen will ich versuchen, das Thema Einkaufen in Söderland so wenig wie möglich darauf angewiesen zu sein. Ja? Das bedingt natürlich, dass das Gepäck ein bisschen größer wird, weil Kocher, ein bisschen Vorräte, Wasseraufbereitung, Wasserkanister. Hast du nicht gesehen, was da alles zusammenkommt, damit ich nach Möglichkeit dann wirklich nur frisches Obst und Gemüse dort vor Ort direkt einkaufen muss. Aber wie gesagt, dann wird der ganze Kram halt schwerer. Mal sehen. Wir werden sehen, was passieren wird. Jo, soweit erstmal. Jetzt aber wirklich Schluss für heute. Bis zum nächsten Video. Schöne Zeit wünsche ich euch.